Ja, ich habe den also auch untersucht und hier ist wirklich charakteristisch, dass dieser Pilz im Prinzip kein Psilocin enthält. Das heißt, er enthält nur die stabile Form und höchstens mal ein paar Spuren, wo man sich sagen kann, ja, vielleicht sind sie auch durch Zersetzung entstanden. Aber von diesem Biosystem, wo nur die eine Methylgruppe dran ist, auch ungefähr ein Drittel. So. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, was ich am Anfang sagte. Was ist, wenn die Pilze getrocknet sind, wenn die frisch sind? Wie verhalten sich die in Dual-Verbindung? Hier ist es also so, dass sich die Stoffe aufkonzentrieren. Das heißt, sie haben also in den Trockenpilzen, das ist übrigens einer der Pilze, auch der die konstanteste Menge an Indole überhaupt hat, nämlich um die 1%. Und ein Pilz enthält also etwa 90% Wasser. Davon kann man in etwa ausgehen. Wenn Sie natürlich jetzt draußen einen Röhrling finden, der richtig saftig Wasser angezogen hat, dann kann da noch mehr drin sein. Aber im Durchschnitt enthält er 90% Wasser. Deshalb werden die alle so schrumpelig und solche Pilzmumien als Exsikat. Also ein Kilo eines Pilzes wären dann also 100 Gramm dann Trockenpilz. Ja, das ist also bei Speisepilzen genauso. Wenn Sie jetzt Steinpilze finden, haben ein Kilo, dann kommen ungefähr 100 Gramm Trockenpilz raus. Und die Trocknung ist eben eine Form, verschiedene Sachen zu konservieren. Und bei diesem Pilz erfolgt wirklich eine Konzentrierung bis 50 Grad, erfolgt keine Zersetzung. Und interessant ist, dass finnische Untersuchungen von 1983 gefunden haben, dass Pilze von 1867 immer noch Psilocybin enthielten. Die lagen im Herbarium von 1843 nicht mehr. Das sind natürlich bloß 20 Jahre. Ich nehme mal an, dass die von 1843 wahrscheinlich bei einer großen Hitze auch getrocknet worden sind. Und gerade der Pilz hier hat also die Wirkstoffe am besten. Und zwar kann man sich das vorstellen, dass dann auch diese Pilzmasse, wenn das also trocknet, die Wirkstoffe praktisch umhüllt und dass es dadurch also stabil war. Das ist also ausgezeichnet. Der war allerdings nicht so einfach zu züchten hier. Das ist 1985 das Bild hier. Und da haben also nicht alle Mizerien diese Pilze gebildet und die kamen auch nicht nach 3 Wochen, sondern erst nach ein paar Monaten. Also das war wirklich ein großes Glück, dass die eigentlich kamen. Hier ist mal einer, das ist sehr selten, eine Aufsammlung aus den USA, wo ich zu der Zeit dort war, dass der ausnahmsweise mal einen grünen Hut hat. Das ist wirklich äußerst, äußerst selten. Und also in Richtung von dieser Blauung, die kann also auch grünlich sein. Das war ein absoluter Einzelfall aus bestimmt einigen 1000 Pilzen, die ich da bis jetzt so also gesehen habe. Das ist so eine typische Weide hier, meist als Lichtung, wobei der also keine Baumpartner braucht. Hier war es recht feucht und gleichzeitig auch brütete die Sonne und es war also auch Rätung und mitunter auch Schaftung da, die natürlich auch alles abfressen können. Ja, und jetzt kommt noch ein interessanter Versuch, das ist also der spitzkirchliche Kalkopf trocken hier, aber den habe ich schon so auf der Weide gefunden, das heißt, der war am Standort getrocknet. Und jetzt können wir Rätselraten machen, wie die Wirkstoffe waren, die waren also genauso, als wenn der im Labor getrocknet wird. Das war für mich interessant, es war also nicht so, dass die Pilze also in der natürlichen, wenn die alt sind und durch die Sonne verdorren, ob es da Zersetzungsreaktionen gab, die gab es also nicht. Das erinnert mich natürlich fatal an solche gesetzlichen Formulierungen mit trockener Pilze und sowas, die ja hier am Standort waren. Ja, das ist zwar selten, aber das stammt von 1987 und die enthielten also auch 1% Psilocybin. Das war wirklich sehr interessant. Das Sonnenlicht hat also auch nicht dort zersetzt. Ja, das war hier. Alle Pilzfreunde sollten hier weggucken. Das war also hier mal ein großer Forschungsansatz aus den 80er Jahren, die also in mehreren tausend Exemplaren auf einer Wiese standen und dann auch entsprechend analysiert worden sind. Es gibt noch weitere Arten, und das ist auch interessant, die jetzt auch zunehmend eingeschleppt werden. Ich habe das auch in Büchern und Artikeln schon ausgiebig beschrieben, die Psilocybe cyanescens, also der blau verfärbende Kahlkopf. Und das ist ein direkter Kulturfolger in der Beziehung, dass neuerdings also Holzhexe und Ähnliches ausgebracht wird. Solche Substrate gab es früher nicht, und deshalb ist der Pilz auch nicht beschrieben worden.
Und die Amerikaner denken, der Pilz kommt aus Europa, und die Europäer denken, er kommt aus Amerika. Ich habe, und andere haben die auch mal untersucht, also die sind ähnlich, aber nicht identisch. Also es gibt da diverse Details, wo man sagen kann, der eine stammte vielleicht nur aus Europa und ist wirklich an sehr kleinen Standorten gewachsen, in dem der Mensch dann also jetzt diese Substrate bildete, da sind die Pilze also dann explodiert. Ja, also so ein Holzhexe, das gibt es ja nicht. Da ist immer mal ein Ästchen runtergefallen oder Nadeln oder Schilfrest und sowas, aber direkt Holzhexe ist also von der Natur erstmal nicht gemacht, und da breiten sich Massen auf Pilze ein und auch Eingeschleppte. Ja. Da gibt es noch die Psilocybe azurescens, die ich auch noch bringe. Das sind alles Pilze, die sich in den letzten Jahren angesiedelt haben. Hier kommt er schon, und das ist interessant, das ist ein seltener Standort, wo beide Arten nebeneinander wachsen. Und lesen Sie also zum Beispiel in irgendwelchen Büchern Pilzbeschreibungen, dann kann man das meistens gar nicht verwenden, um die Pilze zu bestimmen. Da steht zum Beispiel Mittelbraun. Tja, ist das hier unten Mittelbraun oder ist es heller? Oder da oben diese Braunen, die da dunkler stehen, also ganz oben, das ist also Psilocybe cyanescens. Die Beschreibungen klingen recht ähnlich, außer dass es vielleicht so klingt, als ob da Hutspitze ist. Und hier sehen Sie aber, dass diese Braunverfärbung also nicht dasselbe ist. Die Psilocybe cyanescens ist viel brauner. Und diese Pilze, genau wie auch der spitzkirchliche Kahlkopf vorher, haben eine Eigenschaft, die sind hygrophan. Das heißt, die trocknen weg. Das heißt, auf einer Wiese kann zum Beispiel ein dunkelbrauner Pilz stehen. Und das ist der spitzkirchliche Kahlkopf. Und dann trocknet er weg und dann wird er auf einmal so weißlich-gelblich. Dann ist das derselbe Pilz, der hat also Hygrophan, der hat bloß Wasser aufgezogen. Und hier ist das genauso. Man sieht also deutlich, dass also die Hutspitze zuerst abtrocknet und dann unten es noch sehr braun ist. Die Pilze hier ganz unten sind auch ziemlich braun, mittelbraun, wie es immer in den Büchern steht. Aber, und dann wird es dann praktisch so gelblich. Das sind also dieselben Pilze, wenn man die einfach liegen lässt, dann sehen die ganz anders. Das ist nochmal hier die Psilocybe azurescens, und das ist interessant. Die ist übrigens so, das Bild stammt nicht von mir, die ist also vor 3-4 Jahren erstmalig in Süddeutschland so gefunden worden. Das heißt ein Zeichen, ich habe sie auch in Rostock gesehen, in Österreich bzw. in der Schweiz sind sie auch schon berichtet worden. Die Art breitet sich also auf Holzspänen genauso aus, und es sind wirklich Pilzmassen, die da machen. Und man muss auch sagen, hier, es ist ja auch schon lange publiziert, diese Pilze sind wirklich eine richtige Chemikalienfabrik. Also die enthalten eigentlich die größte Menge an allen Indol-Verbindungen, die man da so findet, die sind groß und gleichzeitig auch ungefähr in den Trockenmassen 1,5% Psilocybin, dann noch Psilocin und Beocystin, also die drei Stoffe werden wirklich in großen Mengen produziert. Das ist Psilocybe azurescens. Der ist auch beim Buch von Stamets und auch in meinen Nonnenschwimmen abgebildet, was es zurzeit leider nicht gibt. Ja, ich würde sagen, ich mache erst mal weiter und wir sprechen dann noch ein Viertelstündchen. Ich bemühe mich auch, die Zeit einzuhalten. Sonst kommen wir nämlich, da habe ich in Italien ein schönes Erlebnis gemacht, die Frachten immer zwischendurch. Ja. 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 Da geht dann einfach weiter. So. Das ist nochmal die Psilocybe azurescens. Azurblau verfärben, man sieht es. Ja. Das ist der große Psilocin-Anteil und es ist fleißig am Wegoxidieren. Und zwar ist es also so, dass mit Luftsauerstoff und Katalysatoren, das sind Enzyme, die im Pilz sind, dieses Psilocin weggeht zu Chinonen und diese sind nicht mehr aktiv. Ich möchte nur kurz mal streifen, ein Verwandter, der allerdings zu weiß wegmacht, ist Psilocybe bohemica, der böhmische Kahlkopf. Der kommt dort vor und der hat eine interessante Geschichte. Der Psychiater Hausner, der hat, das ist also Tschechei, das ist zu dunkel, das geht auch nicht heller. Das ist ein tschechisches Tier. Der hat bis 1974, das ist therapeutisch hier, der hat bis 1974 LSD in die Therapie einsetzen dürfen. So, dann hat er seine Bewilligung immer noch gehabt.